meine Auseinandersetzung mit der Welt in Form von Zeichnen geht ganz direkt. Also ich brauche keinen zweiten oder dritten, die mir helfen, irgendetwas abzugießen oder Negativform zu machen oder zu vergrößern oder irgendwas. Produktion ist ganz minimal, also es geht tatsächlich nur das Verhältnis zwischen mir und dem Zeichenblatt. Und das ist super. Also das ist das Direkteste überhaupt. Es sind primär Menschen, Leute, sonst irgendwie aus unserer Welt, die mich aus irgendwelchen Grund auch immer faszinieren, auch vielleicht nur ganz kurz. Und wenn ich mir dann ein Gesicht anschaue, es geht dann immer auch, also wie stelle ich denn da? Also ich versuche dann sozusagen der Wahrheit zu folgen, also das, was ich sehe, und jeder sieht was anderes. Und mich interessiert eben wirklich darauf einzugehen, auf diese eine Person, jetzt der Oma den UNESCO gezeichnet, mit den großen Augen. Also UNESCO ist mir wichtig, genauso wie Samuel Beckett, weil die ja Vertreter des absurden Theaters sind. Und das absurde Theater, die absurde Welt hat mich immer fasziniert, weil es sozusagen ein Gegenmodell ist zu unserer realen Welt. Und dann auch das Paradoxe hat mich immer interessiert, weil man da, wenn man aus so einer Perspektive auf die Welt schaut, immer auch andere sehen kann und andere sieht oder die Realität anders lesen kann. Humor ist dann so ein Beipack, das gibt es auch immer wieder, aber das ist nicht primär. Primär ist eben der Blick auf die Welt aus einer anderen Perspektive. Also es gibt die One-Minute-Gebrauchsanweisungszeichnungen, um Leute einzuladen, den Anweisungen zu folgen und eine kurzlebige Skulptur zu realisieren. Und dann sind verschiedene Themata, die da auftauchen. Das mit dem Gewehr ist immer wieder ein Thema, weil Gewehr mit Angst zu tun hat und jeder Ängste hat, sozusagen wir alle mit Ängsten belastet sind, durch Ängste belastet. Und ein Gewehr, also eine Waffe, hat immer direkt mit Angst zu tun, mit Machtlosigkeit. Und dann gibt es die Skizzen für Skulpturen. Und dann gibt es eben Zeichnungen, wo ich mich mit irgendeinem Thema beschäftige und vom Zeichnen fasziniert bin und dem Zeichnen nachgehe. Also durch ein einfaches Mittel, Medium, Graphit oder Aquarelle gibt es ja auch oft da, dass ich mit der Welt direkt so operieren kann.